Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFFB hier, euer Ding am Start. Wir sind jetzt hier auf diesem dicken Planeten gelandet. Und hier hat irgendeine künstliche Intelligenz diese Satellitenschüssel übernommen und will sich irgendwo ins Weltall schießen. Aber wir sagen nein, not today. Achtung! Fuck. Eure Schlagschuss ab! Wackelt alles. Halt den Augen. Kontursicher eingeschossen. Ja, dann das ist auch. Ich hab's absolut die fucking not gewährleistet. Dort. Das ist voll gut geglitscht. So, nice. Heiling. Alter. Okay, warte, wir müssen das anders machen. Ich muss das jetzt smart spielen. Das Ding ist, wir haben halt keinen Rocket Launcher mehr. Sie müssen jetzt die Stützen zerstören. Sie verfügen über eigene Kondensatoren. Ja, komm hoch, komm hoch. Versuchen Sie es mit Springen. Ja, springen Sie. Mann, einfach. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Alter! Ja. Ach, was du nicht sagst. Du bist ja ein richtiger Fuchs. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fuck yeah! I'm out of ammo, bitches! Ne, Raketen werden wir nicht brauchen, nur normale. Nein, normale. Ja, hol die erstmal raus. Sagen wir den nach. Also kommt jetzt nochmal was Härteres oder was? Das wird noch nice. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sie haben die Verbindung zum Satelliten gekappt.
badass, um nach oben zu kommen. Sie machen wohl Witze. Bewegung! Gleich geht das ganze Ding in Geld auf! Hier drüben! Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Hey. We did it. Ich danke Ihnen, Commander Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei. Wer sind Sie gleich nochmal? Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Dann will ich nicht wissen, was Sie unter einem Desaster verstehen. Sie können nicht einfach das ganze Projekt verurteilen. Wir hatten durchaus Erfolg. Zumindest teilweise. Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Wie halten wir ihn auf? David... Die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Und was ist, wenn ich Ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Ich spreche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Okay. Good job, guys. Good job. It's hammer time. Wir gehen jetzt. Kein Bock mehr hier zu chillen. Da werden die Geschüssel auseinander gepustet, weil wir Commander Shepard sind. Wir scheppern alles um. Commander, Sie müssen die Stationen Vulkan und Prometheus finden und in jeder Anlage die Abriegelung vor Ort aufheben. Also. Welche Sie sich zuerst vornehmen, ist Jungs, egal. Aber erst, wir wenn haben Sie sich um Auto? Beide gekümmert haben, können Sie die Atlas-Station betreten. Wie und geil achten ist Sie das auf die Sicherheitsmax von Cerberus. Die VI hat sie wahrscheinlich alle übernommen. Archer, Ende. Die geografischen Bedingungen kann ich da runter? Auf eine ästhetisch wertvolle Aussicht in oh nein, das war falsch. Das war falsch! Okay. Ich weiß doch nicht, was das bringt. Was das. Das ist halt auch. Das ist gute Analyse, bitte. Was ist das? Ist echt eine Bombe. Kann ich aussteigen? Wissen, was das ist? Okay, dann nicht. Dann nicht.
Nom 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 nom. Wir nehmen die. Ich glaube, wir nehmen. Die hat aber nur eine Piste, aber die hat coole Fähigkeiten. Wir nehmen. Ach, ich weiß nicht, der ist aber auch cool, aber der hat nicht so coole Fähigkeiten. Wir nehmen den. Ja, doch, komm, wir nehmen die, weil die kann die Biospasten zerreißen. Ah ne, die hat Überladung. Und Warp hat die auch. Ja, also. Zwei Punkte. Da musst du hier rein, Alter. Zehn muss man jetzt ziehen. Mehr geht nicht. So. Pepperonis, bitches. Commander, hier spricht Archer. Ich empfehle äußerste Vorsicht. Die Vulkanstation ist unser geothermales Kraftwerk. Kurz nach dem Experiment. Scanne Gebiet. Analyse. VI-Infektion in den Maschinen des Kraftwerks. Empfehle erhöhte Vorsicht. Alter, das ist richtig komplex hier. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, und jetzt? Ach so, da hinten. Ich war kurz sehr verwirrt. Son. Geh mal hier rein, das auch. Hier gibt's bestimmt nix. Was ist das? Open the gates of hell. Mein Schild aktivieren. Reactivate. So. Log des Technikers. Wir haben eine enorme Spitze beim Energieverbrauch registriert. Meine Techniker haben als Ursache das VI-Experiment ermittelt, das in der Atlas-Station durchgeführt wird. Wir versuchen gerade Kontakt aufzunehmen. Good for you. Druckniveau im Ventil A3. Jo. Manuelle Korrektur erforderlich.
Also cool, Mann, ich hab's so geschafft in der Zeit. Hör auf zu piepen, Mann. Was ist los mit dir? Ah, jetzt können wir wieder ran. Ah, das ist richtig smart gemacht, das. Boah, geht der mir auf den Sack, ey. David. Der Dragson. Ich glaube, ich weiß es nicht, fahren wir zurück? Oh nein! Warum sollte hier so ein Ding sein? Sammel den Rohstoff. Nein. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Okay, ich glaube, dieses Vorkommen ist es nicht wert, da hochzufahren, weil wir einfach sterben. Richtig dumm. Was müssen wir jetzt? Lol, ist der hier. Nicht ausreichend, um Wand auf okay. Zu überwinden. Dann fahren wir jetzt wieder dahin, wo wir gerade waren. Und dann in der nächsten Folge gehen wir dahin, wo wir hin sollen. Hammer. Scheiß auf dich. Okay, hier. 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 Fuck, 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 fuck. Was ist los, Alter? Nein.
keine Ziele mehr. Okay, gut, dann sind wir jetzt hier angekommen. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann töten wir David. Wir haben bestimmt die Möglichkeit, ihn zu töten und nicht zu töten, aber wir töten. Weil wir haben Ruthless Aggression. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.